werden jetzt den Chef des Organisationskomitees zu Olympia 2022 im Stenaz bei uns. Auch ein Sponsor unsererseits vom Official Merchandise, Oliver Blaskowitz. Herr Blaskowitz, was sagen Sie zu der heutigen Veranstaltung? Ja, wirklich super organisiert. Und nachdem das jetzt schon fast fix ist, dass Olympia 2022 im Stenaz stattfindet, werden wir überlegen, ob Schlag den Erich bis dahin olympisch werden kann. Bitte olympisch. Das wäre natürlich eine Sensation von der Stenazer Seite. Ja, Herr Blaskowitz, wie laufen die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele 2022 zurzeit? Die Pläne sind eigentlich alle schon größtenteils vorhanden. Es fehlt eigentlich nur mehr das Go und dann können wir eigentlich loslegen. Die Investoren stehen schon bereit und es sind die größten und die gigantischsten Olympischen Spiele, die wir je gesehen haben. So wie es in unserer Kampagne lautet, der Wintersport kommt nach Hause, nach Stinnert, wo auch hingehört. Genau so ist es. Ja, angeblich haben sich auch schon einige große Namen wie Werner Faymann und Hans Nissl für diese Winterspiele bekannt. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen bzw. Monaten noch sehen. Herr Blaskowitz, nun noch Ihr Tipp für den heutigen Abend, Erich oder Peter? Erich oder Peter? Ja, es wird wichtig ist, dass wir einen großen sportlichen Wettbewerb sehen und dass wir viel Spaß dabei haben. Und ich glaube, das wird. Wer dann das sicher ist, ist es völlig egal, weil derzeit haben wir uns alle dem großen Ziel, Olympia 2022 in Stinnert unterzuordnen. Okay. Herr Blaskowitz, danke für das Interview. Ja, noch kurz eine Werbung in anderer Sache, und zwar für den Herrn Blaskowitz. Besuchen Sie die Website www.blaskowitz.net. Immer sehr aktuelle Nachrichten zu Stenaz und der ganzen weiten Welt.